Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man 2. Wir sind wieder MJ und dürfen wieder Stealthy Parts machen und ich muss mich langsam bewegen, weil das Spiel sagt, bewege dich mal jetzt endlich hier in die Richtung. Ich habe gerade noch was auf meinem Handy nachgeguckt, aber sagt's keinem. Oh mein Gott, ich freue mich. Aber die Frage ist wirklich, wo zum das Teufel Fenster sind wir? Sie sind spät. Wo ist der Laster? Nähere dich von hinten, um lautlose Takedowns auszuführen. Eine Art Genomaufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Nicht gut. Gar nicht gut. Also, falls wer sich im Marvel-Universum nicht auskennt, Dr. Connors hat selbst Experimente gemacht mit Reptil-Genen und ist dann Sie mutiert. Haben Dr. Connors studiert. Ja. Oh Gott, Sie wollen ihn ebenfalls jagen. Der Lizard. Ja, und sie wollen seine Gene jetzt wieder reaktivieren. Er hat es halt geschafft, dass ne, dieses Reptil in ihm quasi ruhig ist und. Da drin sind viele Jäger. Hier haben sie sich wohl eingerichtet. Sieht gut aus. Ah, ich hab die Dinger noch. Hallo? Ah, nee, ich hab Steine, die ich jetzt werfe. Nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Muss ich hin? Da drüben. Oh mein Gott. Hä? Wie komme ich da hin? War bestimmt nichts. Ah, da ist eine Rampe. Cool. Wartet, ich untersuche das. Diese blöde Rampe gerade nicht gesehen. Das hier war definitiv mal ein Zoo. Vom Dach aus sehe ich vielleicht mehr. Au. Betäubungstreffer verlieren mit der Zeit ihre Wirkung. Bei mehreren Treffern wirst du ohnmächtig. Ausweichen. Du bist am falschen Ort. Kleiner. Au. Ich mache es möglichst schmerzlos. Ich komme zu dir. Okay. Wo ist er? Geht's in eine Richtung, Mann. Ich muss wissen, von wo ich dich von hinten am besten attackieren kann. Was ist denn mit ihm? Darf der jetzt zurück oder nicht? Mann, ey. Okay, wir müssen Dr. Connors finden. Jetzt hier irgendwo hin? Nee, ne? Gut, dass wir unsere Säbelknarre immer dabei haben. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Ich glaube, es ist unmöglich. Du hast recht. Unter Trümmern lebendig begraben. Im Schlund. Was? Oh.
sind sie, Doc. Was ist das da oben? Ach du Gott. Das sieht aus wie der Anzug von diesen... Oh mein Gott. Vulture. Wollte ich gerade sagen. Der? Ich muss Connors finden. Haben die den auch schon gekillt, Vulture? Ich meine, sie haben Scorpion gekillt, ne? Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein. Ich habe sie gestürzt. Oh. Er ist tot? Einfach unsere ganzen Schurken, einfach alle... Telefon! Connors Handy. Bitte stopp mich. Harry, ich bin's, MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Es... Bitte. Nicht. Scheiße. Bitte. Ihr versteht das nicht. Okay, der Dude hat den Schlüssel. Holen wir sie da raus, Doc. Holy moly. Sie haben einen Code für den Käfig. Und den Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Okay. Kann ich... irgendwie Gegner markieren? Nee, ne? Scheiße. Okay, vielleicht brauchen wir jetzt 2, 3 Anläufe. Okay, MJ. Code finden. Schlüssel klauen. Halb so wild. Sieht gut aus. Die Jägerin, die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Cravens Jagden live erlebt. Ich trage immer noch diese. Die liegen bestimmt für Craven bereit. Mit genug Training. Und eines Tages mal so sein. Wenn sein Plan müssen wir sein Erbe. Wenn die Zeit kommt, bin ich bereit. Was war denn das? Shit, 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 shit. Ich bin unterwegs. Ja, war wohl doch. Oh. Shit. Alle drei ist halt tricky. Schlüssel, Code, Kinderspiel. Das erinnert mich an meine erste Jagd. Wartet, schon unterwegs. Da, das Mädchen. Oh nein. Ich muss das nochmal machen. Ja, ich muss das nochmal machen. Sie haben einen Code für den Käfig. Okay. Und den Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Vielleicht sollte ich die doch alle erledigen. Meine Klingen werden stumpf. Ich bin unterwegs. Okay, MJ. Code finden. Schlüssel klauen. Halb so wild.
Ich muss hier rum. Und wenn die eine dann wieder hier auf der Seite ist. Sieht gut aus. Die Jägerin, die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Genau, die kommt jetzt zurück. Ich habe nur eine von Cravens Jagden leider. Hoffe ich. Wenn sie zurückkommt, dann krall ich sie mir. Die Jagd unseres Lebens. Mit genug Training bin ich eines Tages mal so sein wie er. Wenn sein Plan heute Abend aufgeht, dann werden wir sein Erbe antreten müssen. Wenn die Zeit kommt, bin ich bereit. Die liegen bestimmt für Craven bereit. Ich sehe nach. Okay. Das ist der Zoo, der nach einem Löwenangriff geschlossen wurde. Die Jägerin mit dem Code kam hier lang. Wo ist sie? Okay. Oh, wer schreibt denn nicht seine Passwörter auf? Shit, 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 shit. Komm, MJ, gib alles. Simkarianisch. Er nannte sich Manguste. Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Ich muss ihm nur vorgaukeln, dass ich Vika bin. Ja, dann mach doch mal. Du kannst doch Simkarianisch. Rufzeichen für den Funk. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Hallo, Garin. Was jetzt? So werde ich gleich durchschaut. Ich muss rausfinden, wer Vika ist. So. Naja, stand da nicht Garin? Oder? Achso. Vika, Captain, Team Echo. Die haben eine Art Hierarchie. Sie ist wohl Garins Boss. Das kommt gelegen. Vika, Nangos, Rayo. Nelasoi. Ich kann erst rangehen, wenn ich etwas besser weiß, wer ich bin. Mann. Simkarianische Lyrik. Ist wohl ihre Muttersprache. Vegre. Johir. Ihr Simkarianisch ist perfekt. Hoffentlich reicht meins aus. Okay, ich hole mir diesen Code. Ja, dann. Komm schon, MJ. Dein Simkarianisch ist gut genug. Geh einfach ran. Itvika, Vika, Mangusnok. Vika, bitte gut. Garin, Elegemvana, Hiva Shaitbol. Polvanak, Akesolek, Hoskodok. Okodok, Shurosota, Hosisformatio, Tablan, Ban. Tuthot, Nat? Tepedigas, Tuthot, Nat. Milhongong, Beseles, Velem. Nehiv, Telbet. Merta, Feyet, Bekeruhet. Ich auf dem Whiteboard. Das hat sich gut angefühlt. Okay, ich sollte los, bevor er herkommt. Wo ist dieses Whiteboard? Ja, ich stehe davor. Mein Gott. Da bist du ja. Connors. Codes für das Gehege. 0451. Hab ich. Jetzt den Schlüssel. 0451. Mal. Können wir hier hinten rausgehen? Da ist ein Doggo.
Scheiße, das ich brauche die Schlüssel, um Connors zu helfen. Reine Zeitverschwendung. Ich könnte trainieren. Ratten sind mir bei weitem lieber als Insekten. Ich will nicht da unten lang gehen, wo die Dokus sind. Sind im Reptilienhaus. Ich muss da schnell hin. Ja, ich mach doch schon. Mein Gott. Jay. Jäger K.O. Der Jäger mit dem Schlüssel ist da lang. Bin nah dran. Da. Er hat den Schlüssel. Verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich kann sie hier spüren. Bei uns. Wenn die Geister der Toten dir so viel Angst machen. Ich hab die Schlüssel. Zeit zu verschwinden. Der Gestank dieser Stadt vernebelt mir die Sinne. Noch mehr Jäger. Wir werden den Sieger ringen. Koste es, was es wollen. Ich hol sie da raus. Muss neu verkehren. Er ist bereit. Luft, Bewegung. Ob wir genug getan haben? Das werden wir sehen. Craig ist wohl unterwegs hierher. Wir müssen hier verschwinden. Ja, ich muss mich beeilen. I know. Weil jetzt kein Bock, so kurz vor knapp noch einfach zu werden. Bin unterwegs, Doc. Wer würde schon an einem Ort wie diesem... Jetzt aber flott. Moment, sie sollte nicht. Sie soll nicht. Kennst du diese Bestie? Scheiße. Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Oh oh. Nur gute Beute. Bitte, bitte. Alter. Au. Sorry, sind spät dran. Scheiße. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Er hat Connors. Es gibt ein Labor. Im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf. Das Glasgebäude. Bitte, schnell. Wir machen den Weg frei. Haltet durch! Keine Sorge, Doc!
Wir bringen sie zum Labor. Heute verwandeln sie sich nicht. Diese Jäger sind doch eindeutig lebensmüde. Erst Tombstone, jetzt Lizard. Sie machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Sie müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell. MJ, geht weiter, aber vorsichtig! Aua. Ein paar Jäger versperren uns den Weg. Sie haben sogar ihre Haustiere mitgebracht. Ja, wir machen das schon. Ich bitte es. Bitte. Wir sind fast da. Schön tief atmen. Okay. Sei ich Schnauze voll mit dem Kackköter. Zu Boden. Geschafft! Los, weiter! Oh, hi. Da ist das Labor. Geht's euch beiden gut? Erstmal? Nicht gut. Ihr müsst die Typen schnell loswerden. Beeilung! Wahnsinn! Ihr werdet dem Meister nicht den Abend ruinieren. Macht ihm keinen Spaß? Also echt, was hat er denn gegen eine überraschende Wendung? Wenn euer Boss so toll ist, warum kämpft er dann nicht gegen uns? Ihr seid seine Zeit nicht mehr. Aber eure schon? Die haben echt kein Selbstwertgefühl. MJ, wie sieht es aus? Wir lassen nicht zu, dass die ihn los. Au! Der hat mich einfach weggeworfen. Au. Ja, mach ja schon. Rotes Haar. Schmutziger Haar. Oh Gott. An die Arbeit, wir geben euch Deckung! Okay. Das, damit kann ich ein Gegenmittel machen. Scheiße. Er ist hier. Nicht gut, diese. Irgendwas stimmt mit Dr. Connors Mantel nicht. Tut mir leid. MJ weg. MJ! What the fuck? Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Was? Alter, da hat ein übelstes Schwert in sich drin. Ich fühle mich mitträchtig. Sag's mal so, das wird deine bisher coolste Narbe. Ja, MJ, ich glaube, ich atme ich. Ich bring die Gump! Harry! Ja, tu das! Harry! Achtung! Yeah!
wird gut, komm schon. Ich kann nicht sehen. Nicht gut, diese. Na los, Pete. Ein Schritt nach dem anderen. Komm schon. Yeah. Tut mir leid. Dass ich die Zeit hat. Ich. Siehst du, wir sind fast. Pete, sprich mit mir. Jay. Fast geschafft. Halt durch. Halt durch. Das ist doch nichts. Weißt du, noch in der 5. Klasse als... Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Nein! Was ist passiert? Ey, ich weiß es nicht. MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Muss wohl besser zielen. Du bist genau das, was Craven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. Verpasst ihn, Wunden. MJ, ich bin unterwegs. Ich habe eine Frage. Was bist du? Wo ist das Messer hin? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir. Nicht gut. Gar nicht gut. Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug halt also deine. Ja. Das heißt, ohne ihn bist du. Ja. Ups. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay.
versuch's mal. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Lass das Messer. Okay, nicht was ich... Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. Okay. Wir haben einen Venom-Anzug. Ein neuer Anzug. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay. Vielleicht hilft der Craven, uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen. Okay? Ich gebe mein Bestes. Wie gut, dass das kein Anzug ist. Wie schön, dass sie immer noch denken, dass das ein Anzug ist. Oh mein Gott. Oh. Also diejenigen unter euch, die im Marvel-Universum auch nicht drinstecken, das ist kein Anzug. Das ist eine außerirdische Lebensform. Ein Parasit, der sich an seinen Wirt heftet. Und er immer den stärksten Wirt sucht. Deswegen ist er auch zu Peter gegangen, weil der stärker ist als Harry. Holy moly. So. Es bleibt spannend, was jetzt hier noch passieren wird. Sorry für das Spoilern, wer es jetzt vielleicht nicht wusste, aber ich gehe eigentlich von aus, dass die meisten, die das hier gucken, werden das auch wissen. Ja, so, ich beende jetzt die Folge an dieser Stelle und holy moly, war das crazy. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt und bis dahin macht's gut. Tschüss.